Robert zockt mit euch. Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Schön, dass ihr einschaltet. Euer Opa zockt zurück im Planet Coaster Mega Fun Park. So ist es mit allen neuen DLCs, die es jetzt in letzter Zeit gibt oder gab oder veröffentlicht wurde. Hier natürlich mit eingefügt und unserer schönen Fressmeile hier schon. Ein paar Gäste haben wir ja schon, 165. Wir wollen uns mal kurz die Herausforderung angucken. Erreichen Bonus für den ausgeglichenen Park. Da haben wir 6. Erstelle ein Vollwerk-Display, können wir löschen, erreiche einen monatlichen Gewinn aus Läden und Servicegebäuden von 500. Dann müssen wir mal schauen, Läden und Servicegebäuden, oh Gott. Na gut, so toll sind wir noch nie drauf, naja. Das Fahrgeschäft hier ist ja auch vor kurzem kaputt gegangen. Müsste eigentlich jetzt wieder offen sein, trotzdem will damit keiner fahren, so richtig. Müssen wir mal auf 8 Dollar runter, nicht? So. Naja, die sind alle abgelenkt, weil es hier unten jetzt erstmal was zu essen gibt hier. Ja. Ach nee, dann nicht bearbeiten. Oh nee. Ach, wie lange der geladen hat, ey. Was macht denn der hier? Ach, der wartet ja auch noch die anderen Geräte, stimmt. So, dann machen wir die erstmal 30 Cent teurer hier alle. Extras gibt es noch keine. Was geht hier ab? Der macht schon ein bisschen. Plus. So, und hier die Cosmico Milkshakes. Machen wir auch noch 30 Cent teurer. Und für alle Läden gleich, genau. So, hier ist das Personalgebäude. Ohne irgendeinen Vorteil, weil das sonst zu teuer ist. Und das Ding hat eine Prestige... Oh, hier ist noch, auch noch gar keine Musik eingeschaltet. Das ist komisch, dass sie jetzt hier noch gar nicht so drin ist. Machen wir auch was Elektronisches rein. Geht's schon los? Jetzt gerade nicht mehr. Ach, Mist, jetzt ist es vorbei. Oh, Mittwochnachmittag. Das ist ganz eine ganz ruhige Musik, ist das. Lassen wir das mal drinnen. Genau. Hier drüben, das läuft ja schon, aber da geht irgendwie keiner rein. Was ist denn das hier jetzt? Hier, die gehen alle wieder vorbei. Ey, hier sind ja extrem genau. Die ganze Zeit ging es da auch. Was ist nur los hier? Hätte ich jetzt nie gedacht, ey. Haben die alle kein Geld mehr hier oder was? Gucken wir gleich mal wegen Finanzen, was Darlehen sagt. Können wir das schon zurückzahlen? Nee, 3000. Naja, es ist schon ganz schön, ne? Was wir hier noch 4000 müssen wir bezahlen. Also 2000 Tacken brauchen wir noch. Wir müssen mal eine Arena machen. Sind so viele Leute schon eigentlich, ne? Ah, jetzt geht's wieder los hier. Guti, dann wollen wir hier auch mal gleich uns ein bisschen an der Szenerie was machen. Wäre cool, wenn wir das irgendwie hier runtersetzen könnten oder so. Und ich gucke einfach mal kurz. Wir haben ja noch nie ganz so viel erforscht. Das ist halt das Problem, ne? Da können wir jetzt auch nicht so ganz so tolle Dinger hier bauen. Animatorik. Mal, guck mal kurz hier durch, was hier alles so gibt. Was ist denn das? Ein Kanaldeckel? Okay, der hier auch noch rumfliegt. Schwebendes Gruselbuch. Ja, das sind die ganzen Gruseldinger hier. Wir haben halt noch keine krassen Dinger hier freigeschaltet. Also so ein Wagenüberschlag hier. Auch die Fackeln haben wir noch keine. So richtig die Fackeln, die ich hier gerne hätte. Noch nicht mal irgendwie ein Lagerfeuer oder so. Hier, eine Gurke können wir reinnehmen, ne? Nee. Hm. Na gut, mal sehen, was die Leute so... Ich mache hier mal ein kleines bisschen schneller. Mal sehen, was die Leute hier so von uns denken. Ich wünsche, gäbe es mehr Fahrgeschäfte. Die Warteschlange war voll. Na gut, das mit den Fahrgeschäften... Oh, wartet mal, das war zu viel. Mit den Fahrgeschäften, das könnten wir schon mal was... Wir könnten eigentlich noch eins hier reinnehmen. Das ganz kleine hier, das wäre ja eigentlich auch nice, ne? Das ist wirklich ganz, ganz klein, ne? Das könnten wir gleich hier daneben hinsetzen. Weiß ich nicht. Hier mit hin gleich. Aha, jetzt geht's los. Jetzt kommen die Leute wieder rein hier.
Wie viel Szenerie hat das Ding hier? Oder wir tun erstmal versuchen, die Szenerie hier überall hochzusetzen. So, hier haben wir 52. Dann fällt mir gerade wieder ein, dass wir gar nicht so viel Szenerie haben. Zäune. Fahrzeuge. Oh, nee. Naja gut, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Szenerie erforschen hier, sonst wird das ja nicht... Auch wenn wir nur ein dickes Darlehen haben, aber trotzdem. Die kosten ja nicht viel hier. Guck mal, hier 500 hier für Piraten, das nehmen wir mal mit rein. Und Western nehmen wir auch noch mit rein. Die knallen wir ganz hoch, wenn die Kohle alles ist, ist alle. So. Wird zwar ein bisschen jetzt schwierig werden, aber kriegen wir schon hin. So, derweil können wir mal ein paar Dinger hier setzen, ein paar Bäume. So, dann kopieren wir das mal. Ist das auch die Höhe schon der richtige? Nee. Gucken, wo wir die noch hinsetzen. Das sieht auf jeden Fall schon übelst cool aus hier. Aber ich würde das lieber das so indoor drin lassen. Wir können hier hinten noch ein Geldautomat hinsetzen oder so. Tun wir hier noch so einen Baum hin, hä? Nicht, dass sie dagegen rennen dann. Ne, lassen wir einfach mal. So, aber was machen wir denn jetzt? Jetzt hier spielen wir Planet Coaster und ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Das ist immer Vorsprung. So, jetzt wollen wir mal kurz gucken hier wegen dem Dach nochmal. Ach, ich weiß, wie es jetzt läuft. Das habe ich schon überlegt. Pass mal auf, wir machen jetzt hier ein Flachdach aus Stuck hin. Hier. Natürlich in derselben Farbe. Müsste ja eigentlich das hier sein, ne? Oh, oh nee. Oh nee, was ist denn das gewesen jetzt? Oh, jetzt war der Laden weg. Und alle wieder hin. Ja, aber vor allem hin rennen, ne? Ja, nicht verpassen. So, jetzt habe ich die Farbe gespeichert. Wartet mal kurz. Jetzt gebe ich hier den Code ein. Und schwupps, haben wir dieselbe Farbe. Genau. Ach, jetzt ist das so komisch. Was ist denn das hier? Stuckdach flach, abgerundet. Ne, dann lieber flach. Mann, da tun wir nochmal rückgängig machen. Da sparen wir uns das Geld. Nehmen hier dieselbe Farbe. Ne, wenn man den Code eingibt, da hat man nämlich dann auch dieselbe Farbe. So, und setzen das jetzt hier so drauf. Genau. Geil, dass das hier nie passt. Dann sieht das nämlich so aus. Was hab ich mir hier nur dabei gedacht, ey? Gar nicht. Na toll. Was machst du denn jetzt? Könnt ihr das ja auch ein Stücke hinterschieben, das sieht das aber auch wieder bescheuert aus. Mist, ey. Wir machen das hier auf. Oh, danke. Ich wollte gerade sagen, Mensch, wie dunkel ist denn das hier? Dann machen wir das hier auf. Oh, minus 1700. Ah, oh, das kriegt man schon hin dann. So, dann machen wir das hier. Genau. Kopieren wir uns das hier noch. Zack. Und dann tun wir das dann hier einfach. Was machen wir denn da hier hinten raus? Müsste auch noch ein bisschen... Sieht eigentlich cool aus, ne, wenn hier so ein Fenster ist. Aber es nützt uns ja überhaupt nicht. Naja, da kommt dann irgendwas drauf. Da tun wir irgendwelches Zeug dann rein. Muss das hier oben hin? Oh, da muss ja die Wand auch noch rein. Da ist schon ganz schön was los hier, ne? So, alles in. Das war das, was ich nämlich am Anfang gemeint habe. Ob wir das überhaupt richtig machen.
Jetzt hat man hier überall diese komischen. Hat hier gerade einer gekotzt, sag mal? Hab ich das richtig gehört? Nur na eben. Ey, was ist mit dem los, sag mal? Da kannst du auch mal wegmachen. Und dann beschwert er sich noch. Blocks, okay. Ich könnte mich im Zentrum nie einstellen. Müssen wir mal umbenennen hier. Wenn ihr auf jeden Fall ein paar Namen habt, schreibt sie rein in die Kommentare, ne? Leute, Jinx, schreibt's rein. So, dann machen wir jetzt mal hier weiter. Und zwar hätten wir jetzt wenigstens erstmal schon mal die Dasher gebaut. So, ADO. Genau, und jetzt müssen wir bloß noch in der richtigen Farbe wieder. So. Wo ist es denn? Ja. Dann wieder die Rastergröße hier, warum auch immer. Naja, Hauptsache es passt. Genau, dann könnten wir das so einfach so machen. Ach, das sieht dumm aus, ne. Ist das so? Ist das so gedacht? Mal, wenn wir die Rasterhöhe noch ein bisschen runternehmen. Die Dinger so hinsetzen, genau. Muss ja nicht so hoch sein. Das ist cool, oder? Oh, seht ihr das? Die Kante dort, wie dumm das aussieht. Ach Mensch, ist das doof, hä? Ja, weil die so leicht solche Ecken haben. Aber das haben alle Teile hier, sehe ich gerade. Wenn ich das so hier mache? Ne, da fehlt ein bisschen was selbst. Schade. Okay, naja, dann lässt sich's nicht ändern. Dann müssen wir es halt so machen. Da müssen wir dann dort irgendwas drauf platzieren. Dass es dann nicht mehr so komisch aussieht. Dann müssen wir irgendwas auf die Ecken dann draufsetzen. So, genau. Oh, da hing es jetzt gerade ein bisschen. Ach, das ist halt gespeichert. So, das kopieren wir uns. Es ist noch nicht so das Mega-Dings, ne? Aber das wird noch. Sieht erstmal mal ein bisschen aus. Vor allem, wenn das hier so durchschimmert. Ah, jetzt macht es das nicht mehr. Jetzt schimmert es wieder hier durch. Seht ihr das? Das hasse ich ja, ne? Da müssen wir da noch irgendwie Balken oder sowas dran setzen. Geht ja alles in die Szeneriebewertung von dem. Oh, 300 Dollar noch. Von dem Zeug hier ein. Von dem Personalgebäude. Warte mal, Balken. Holz. Ja. Genau. Das dann in der richtigen Farbe. Und wir machen hier so einen Holzbalken rein. Genau, das ist eine gute Idee. In die Ecke hier. Jo, das ist cool. So, dann müssen wir bloß mal gucken. Das müsste eigentlich die Holzfarbe hier sein, dass wir genau dieselbe nehmen. Vielleicht tun wir die später nochmal umändern. So. Passt auf jeden Fall. Das kostet so ein Ding 10 Dollar oder so bestimmt, ne? Ach so, warte mal. Ach ne, die. Das ist ja schon. Okay. So, dann setzen wir das noch hier hin. Und das Gute ist, da die Gebäude ja genauso breit und lang sind wie die anderen. Können wir jetzt ganz easy peasy den Balken hier noch markieren normalerweise. Eigentlich geht das, ja. Oh, jetzt muss ich erst mit der Kamera wieder. So, oh Mann, ich will die Säule haben. So, dann kopieren wir uns die wieder. Erweitertes Kopieren verschieben.
drehen die uns im 90 Grad, 45 Grad Winkel. Jo, ich denke, das geht. Da haben wir gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens haben wir hier eine schöne Begrenzung und zweitens haben wir die komischen Ecken versteckt hier. Das sollte im Blendkurs eigentlich immer kein Problem sein, ne? Hab ich mir schon so gedacht. Und das können wir dann auch noch hier machen an den Dingern. Aber immer mit Ruhe, eins nach dem anderen. Und dass es dann hier noch ein bisschen durchschimmert, das kriegen wir auch noch hin. Wir könnten es auch mal, ich muss mal ganz kurz was ausprobieren, wenn ich es dann doch ganz hoch nehme, also höher. Ach ne, das ist ja egal. Müsste dann hier drauf sitzen, das sieht ja dumm aus. Ne, das geht nicht. Okay, ne, dann lassen wir es so. Und wenn ich die Dächer braun mache. Ach, da schimmert es ja noch mehr durch. Ach, dann die braunen, Mensch, bist du irre. Stört mich noch ein bisschen. Hier hinten sieht man es wieder, seht ihr das? Dass das so komisch ist dann. Oder man müsste die Wände nach außen setzen, ne? Da wird es gehen. Würde ja auch noch nicht mal ganz so dumm aussehen. Ne, da passt es ja links und rechts, oder nicht? Wenn hier so ein Stück übersteht, ist das dumm? Das muss ich mal kurz ausprobieren. Nee, das geht nicht. Ach, da lassen wir es so. Da fällt uns noch was ein. Das kriegen wir schon hin. So, ein Diebstahl wurde noch nie gemeldet bisher. Da haben wir Glück. Gut. So. Gut, die $200 haben wir noch wacker. Szenerie im Piratenstil und die Szenerie im Westernstil. Und die Finanzen sagen, dass wir noch 2000 zurückzahlen müssen. Zinsen haben wir 87, gut, es geht noch. Jetzt müssen wir aber erstmal kassieren hier. Da haben wir schon wieder so viel ausgegeben. Und die Preise noch ein bisschen anziehen hier auch. Gilt nicht mehr als neu, aber ich denke, da geht noch ein bisschen was. Insgesamt macht der Park ja. Na gut, wir haben jetzt gebaut. Finanzen. Ja. Parkverwaltung, Alter, was ist denn das hier? Ach so, Forschungskosten. Hm. Sonst machen wir eigentlich ganz gut Plus. Die gehen auch noch rein, ne? Krass, oder? Sieht schon geil aus. Ja, umso mehr Details hier reinkommen. Ist ja noch ein bisschen abwechslungsreich wird dann. Wird immer besser. So, 9% haben wir hier. Jetzt gucken wir mal kurz in der Szenerie, dass wir jetzt alles Neues haben. Ich glaube, Pflanzen gibt es nichts Neues. Bodenpflanztopf. Oh ja, doch. Klar gibt es hier auch Neues. Efeu. Eiche Herbst. Ich wusste gar nicht, dass das mit in der Forschung von Märchen oder Piraten drin ist, ey. Guten Morgen, Obert. So, wir müssen mal was Schönes raussuchen hier. Das muss ich nicht unbedingt bewegen. Ein Amboss. Müsste halt was sein, was hier in das Ding hier ringsrum passt. Ein Benzinkanister ist da nicht so der Knaller. Aber hier so ein Schädel kann man da hinsetzen. So, das hat's erstmal gebracht. Ach ja, jetzt haben wir ja auch die Fackeln erstmal. Guck mal, ich will das mal kurz weiter gucken. Naja, das ist Fackeln allgemein. Clownsgesicht hier. Piratenzeugs brauchen wir alles nie. Hier haben wir die Fracht. Die könnte man ja. Naja, das ist. Da musst du aufpassen, dass das nie. So ein Stand hier, das ist ja eigentlich nicht schlechtes, ne? Das könnte eigentlich
gut hier reinpassen, oder? Hier nützt uns das eigentlich gar nichts. Müssen wir eigentlich hier machen? Jetzt haben wir kein Geld, jetzt geht's schon los hier. Was ist denn das hier ein Regal? Eine Larve, oh, eklig. Ich mach mal ein bisschen schneller. Umso schneller haben wir die Zinsen dann abgezahlt. Oder wollen wir jetzt erstmal ins Minus gehen? Was ist denn das hier? Achso, oh, minus 1000. So, Buch, Tisch, Bücher, Spinnweben, Kürbisse hier. Können wir ein Feld dann machen? Hier ein paar Fässer. Oh, wir machen Plus. Och, 1900 Dollar noch. Halt cool, wenn wir das alles wieder immer zurückzahlen könnten, ne? Ich glaube, wir müssen noch ein kleines bisschen die Preise überall anziehen hier. So viele Geschäfte haben wir ja nie. Da haben die auch nicht so eine große Auswahl. Wo sie sonst hingehen können. Hier hinten auch noch ein Stück höher. Ein Diebstahl wurde gemeldet. Oh, jetzt geht's doch los. So, der Owner hier. Hallo, kann ich das mal an? Mehrere Fahrgeschäfte haben zu lange Wartezeiten. Dann machen wir das hier auf 12. Und die auf 8. 50. So läuft. Oh, guck mal, wir sind immer noch im Plus. Einige Läden sind sehr überlaufen. Ja, wir haben bloß 4 Mitarbeiter hier irgendwie. Guck mal, guck mal, da geht noch was. Ich mache jetzt mal auf 10 hier. Hier machen wir 13 Dollar. Ey, ich jetzt irgendwie einen Sicherheitsdienst oder sowas einstelle, das geht gar nicht. Dann müssen wir erstmal hier die Geschäfte noch ein bisschen höher an, ein bisschen mehr anziehen. So, die Cosmic Co. auch noch. Machen wir gleich 6. So, wenn dann hier irgendwann mal keiner mehr steht, dann können wir immer noch drüber reden, dass wir es ein bisschen billiger machen. So, dann machen wir jetzt mal mittlere Geschwindigkeit. Seht ihr, dass wir bloß 1,5 abzahlen und haben noch 142 Dollar drauf. Und dann gehen wir jetzt dabei mal bei den Fackeln und gucken mal, was hier wohl so schön reinpasst. Oh Mann, ey, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, sehe ich gerade. Also solche Folgen mit Darlehen abzahlen, die sind immer nicht so spannend, aber gehört halt dazu, ne? Wenn wir es dann eh mal geschafft haben. So, wollen wir als Bauplan. Gibt's, kann ich mir denn jetzt schon mal hier was angucken? Von den Läden und Servicegebäuden. Aha, jetzt hier, genau. Das sind Adobe beladen. Wie haben die das gemacht? Ach, aus Holz haben die das gemacht, okay. Aus Holz und außen. Okay. Aus Holz, ne? Ist das der einzige Laden? Die haben das ja auch an der Seiten so abgekühlt. Gut, da muss man nie machen, kann man aber. Ach, dass das dann so runter geht, oder? Aha. Die haben das hier. Die haben das anders gemacht, aus Holz könnte man vielleicht auch mal probieren, oder mal, müssen wir mal kurz gucken, Holz, sehen wie das aussieht. Haben die das hier genommen, ne? Das. Ja, geht auch. Kann man auch machen. Wirkt ein bisschen authentischer, ne? Außer das Durchschimmern, das nervt mich übelst. Deshalb verstehe ich das gar nicht. Wie haben die das, nee. Das sieht schlimm aus. Wenn ich das jetzt hier ein bisschen höher nehme. Und das hier auch. Dafür ist der Laden einfach zu klein, deshalb lassen wir das so. Sieht cool aus. Es geht.
Es gibt zwar bessere Läden, aber es sieht schon ganz vernünftig aus, denke ich. Aber es ist mal interessant, das zu sehen, wie die das gemacht haben. Das habe ich nämlich schon die ganze Zeit drauf gewartet. Da schimmert auch nicht durch, ne? Weil die Außenwand außen gemacht haben. Das ist alles ganz anders gemacht als bei uns. Ach, ich wollte schon Platz hier. Wollte ich eigentlich gar nicht. Gut, aber wir haben jetzt schon mal was abgeirrt an den Lampen. Das können wir ja genauso machen. Bis wir dann selber mal eine schöne Idee haben. Ja, wo haben wir sie? Die Hängedinger hier. Eisenlaterne? Nee, oder? Ist das Zeug hier? Boah, jetzt muss ich mir das wieder angucken, weil ich schon wieder vergessen habe, wie das aussieht, ey. Wie das hier hängt hier, Mann. Wie der mal alles laden muss. Ah, das sind doch die normalen. Also ohne irgendwie Stab noch dazwischen oder so. Also machen wir schön Geld, ne? Welches Mann, trotz Darlehenszahlung. So, Szenerie, Metall. Muss mal gucken, ob es hier irgendwie oder sowas wie. Immer bei Gebäude. Dekor. Hol raus. Ja, genau, sowas hier habe ich gesucht. Da sieht man ja dann das Ding rausgucken, ist ja old blöd, ey. Ich will es aber nie einfach so dranhängen, wisst ihr? Die haben die Eisenlampe genommen. Macht ihr ein schönes Licht? Das kann man noch nie einstellen, das Licht, ne? Nein. So, zack, hoch das Zeug. Ja, wäre halt dann dasselbe, ne? Ich sehe es nicht wegen den blauen Balken. Wenn man es dreht, sieht es ja ganz anders aus, ne? Wie selbst gemacht, wie selbst ausgedacht. Oder wir hängen so eine Öllampe dran. Ne, das wirkt hier nicht, oder? Und die hier. Das ist ja eher so ein. So eine Fackel hier ranhängen. Könnte man aber eigentlich hier so dranhängen, ne? Sieht ja auch fast so aus wie so ein Fall. Vielleicht haben wir Glück und das passt hier genau rein, warte mal. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Ich hab's eigentlich lieber mit Fackeln, so sieht es mal geiler aus. Wobei, man, es wäre jetzt nicht so schlimm, wenn das so aussieht. So, wenn es hier leicht absteht. Gut, so würde es man links und rechts gar nicht so richtig sehen. Ein Stück Hörner. Oder man macht es einfach so. Das ist dann. Das ist ja auch. Ja. Ach so, das ist gar nicht. Gerade sehe ich gerade. Das muss links und rechts rüber gucken. Oder es guckt halt nur auf einer Seite raus. So können wir es immer. Boah, wir sind übelst über die Zeit, Leute. Wir müssen jetzt erstmal einen Break machen. Leider. Oh, hier steht das Holz eingebe. Was
Das ist Gestein. Mach mal hier ein bisschen heller, ich sehe nicht. Das ist das Stein, ne? War das in derselben Farbe? Was ist das andere hier eigentlich? Ach, das ist die Schattierung dann. Das ist ja auch geil. Nur die weiß machen, da ist es dann heller oder genauso? Sehr geil. Dann lass mal die, machen wir die schwarz, oder? Oder so weiß. Ne, weiß kann man nicht mehr holen. Machen wir die so braun. Immer so dunkelbraun, so schwarz, so. Ich denke, das sieht geil aus. Könnte es sein, dass es vielleicht unter Stücke zu helle ist, ja? Ah ne, das sieht ja beknackt aus dann. Das muss schon dieselbe Farbe sein. Ist es auch. Naja, muss schon überlegen, ob wir das so lassen. Es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Aber ob das dann so überall dann hier verteilt gut aussieht, ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall erstmal einen Break machen, Leute. Es ist schon längst über die Zeit drüber. Ich kopiere mir das mal fix. Das müssen wir noch fix ausprobieren. Würde gehen, ne? Sieht doch nicht mal so schlecht aus. So Fackeln dort oben drin stecken, ich weiß es nicht. Ist das geil? Sieht das cool aus? Können sie auch noch ein bisschen schräg machen dann? Mal sehen. Irgendwie so kriegen wir es hin. Ich lasse es jetzt erstmal so. Auf jeden Fall bewegen wir uns gut im Plus und nicht im Minus, trotz dass wir noch ordentlich abzahlen müssen. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn dem so ist, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten euren alten Opa zockt natürlich abonnieren, damit ihr die nächste Folge nie verpasst. Ich freue mich, wenn es wieder weitergeht. Bis dahin, Leute, haut rein. Tschüss. Opa zockt mit euch.